Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr am einfachsten einen Wechsel in eine Balkendecke einbauen könnt. Bei einem Wechsel in einer Balkendecke spricht man von einer Unterbrechung von einem oder mehreren Balken. Hier werden dann die aufzunehmenden Lasten der durchtrennten Balken auf andere Balken bzw. auf die Bauteile abgeleitet. Man benötigt einen Wechsel, wenn der Abstand zwischen den Balken zu klein ist und man ihn größer benötigt. Zum Beispiel zum Einbau einer Treppe oder zum Einbau von Dachfenstern oder auch Dachgauben. In diesem gezeigten Fall geht es um den Wechsel zum Einbau einer Treppe. Hierzu wurde natürlich erst die Dielen und die Füllung von der Balkendecke entfernt und nun werden die Balken herausgeschnitten, um die Größe des Loches anzupassen. So wird dann ein Balken auf der linken Seite so wie ein Balken auf der rechten Seite eingebaut und dieser mit dem letzten Querbalken sowie der stabilen Hauswand befestigt, damit die Last gut verteilt wird und nichts einstürzen kann. Schreibt mir doch mal unten in den Kommentaren, ob ihr auch schon Erfahrung mit dem Einbau eines Wechsels hattet. Oder ob ihr noch weitere Fragen dazu habt, lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Bis bald!